Okay, wir wollten die Gänge lang gehen. Da gibt es noch eine Abzweigung. Und sonst nur da oben, wo wir nicht lang wollten. Und den Schalter hatten wir gedrückt, um hier, wo genau das Tor aufzumachen? Achso, es war auf der Seite für das Tor. Ja, okay. Also wir gehen südlich und versuchen dann hier abzuklinken. Hier lang. Problem. Wir kommen nicht wieder zurück. Abgeschlossen. Da muss unser Schwert ran. Oder ist irgendwo ein Schalter in Stockreichweite? Nee, sehe ich so nicht. Okay. Dann halt auf die grobe Methode. Ich hoffe, das klappt überhaupt. Sonst müssen wir wirklich im Nordosten weiter. Oder wir gehen runter in die nächste Etage. Obwohl ich dann nicht wirklich weitermachen will. Weil ich merke schon, dass ich ziemlich viel überspringe. Und das kann nicht gut sein. Gerade wenn wir wirklich alle Talismane brauchen, sollte ich nicht zu viel überspringen. Aber ja, wir könnten runtergehen und da schnellstmöglichst einen zweiten Weg nach oben finden. Weil meistens ist es ja da so, dass es pro Etage zwei, drei Wege hoch und runter gibt. Dass wir dann eine Möglichkeit auch zurückzukommen. Oder wir sterben einfach. Oder. Den Schlüssel kann ich nicht benutzen bei dem Ding, oder? Ne, passt nicht. Also ja, wir könnten auch trotzdem noch sterben. Auch wenn das nicht sehr avatarhaft wäre. Oder wir finden diese A-Rune, dieses Dreieck. Dann könnten wir den ARK-Zauber sprechen und uns einfach zurück zu dem Mondstein teleportieren. Auch wenn der inzwischen ganz schön weit weg liegt. Also ja, das würde ich ungern machen. Na gut, ich denke, ich habe inzwischen oft genug draufgehauen, um zu sagen, dass wir das Ding so nicht aufbekommen. Okay, dich weg. Geheimgang suchen. Nee, was sagt die Karte? Die Karte sagt, hier könnte wenn noch ein Geheimgang sein, aber ich denke irgendwie eher nicht. Also, Osten, rechte Wand halten. Und ja, ich will erstmal probieren, ob wir runter und wieder hoch können, anstatt oben lang zu laufen und unsere letzte Chance zu verpassen, das Amulett zu benutzen, um uns irgendwo beizuschleichen. Hier? Ne, südlich. Ratte? Hallo Ratte. Bye-bye, Ratte. Irgendwie hätte ich was Mächtigeres erwartet als eine Ratte und ein Imp. So eine Horde Trolle oder Steingolems oder was weiß ich. Ah gut. Wir sollten erstmal eintragen, dass es hier hochgeht. Hoch. Kann auch ruhig ein bisschen im Weg sein. Hier liegt ein Müll rum. Da unten ist Lava. Und zwar die alte Lava, auf der man auch springen kann. Was nicht unbedingt heißt, dass man machen sollte. Hier nicht wirklich viele Auswahlmöglichkeiten, wo wir lang gehen können. Oh, ein Wurm. Da fällt mir das Rezept ein für den Wurm, wo ich jetzt schon sehr häufig darauf aufmerksam gemacht wurde. Oh, Geist. Also ja, es gab auf Etage 1, 2, 3 rum ein Rezept für Wurmsuppe. Ich glaube, es war sogar Ebene 1 mit den Goblins. Und das scheint wohl wichtig zu sein. Also sollten wir eigentlich eine Leiche mitnehmen. Und da kommt echt ein Steingolem. Ach du Hölle. Das war eigentlich ein Scherz von mir. Weil ich fand den schon ziemlich hart, den anderen. Und gucken wir. Wir haben ganz hohe Skills. Wow. Und er scheint genauso hart zu sein wie der andere.
Ja, nee. Da hätte ich gern Heilzauber und Schutzzauber und was weiß ich. Ich geh Lava. Spring. Okay. Hoch. Essen. Licht aus. Können wir hier schlafen? Oh, unterbrochen vom Golem. Der weggeht. Genau. Geh mal. Erstmal das hier ändern. Weg. Und das war, glaube ich, der Schutzzauber. Bin ich mir nicht sicher, müssen wir gleich testen. Nochmal schlafen. Und geklappt, okay. Dann würden wir gerne nochmal schlafen. Für noch mehr Lebenspunkte. So. Licht. Und das war der richtige, sehr schön. Dann hätten wir gerne gleich hinterher, während wir laufen, IBM. Ich glaube, das war das richtige M. Hätten wir gerne. Tja. Den Heilzauber. Ich dachte, ich hätte euch schon getötet eben gerade. Aber gut. Dann halt jetzt. Rot und. Fliehende Untote. Nicht schön, sowas. Komm. Sehr schön. Ein, zwei Treffer noch. Und dann können wir den Golem suchen. Weswegen ich ja eigentlich überhaupt erst den Rüstungszauber gesprochen habe. Für Geister brauchen wir den bestimmt nicht. So. Golem. Du kamst von hier hinten. Bist du da wieder zurückgelaufen? Ja, bist du. So, komm her. Ich hoffe mal, ich treffe nicht die Mauer. Nee, okay. Also ein Treffer bei ihm. Wir brauchten, glaube ich, 4 oder 5, bis er gelb wurde. 3 Treffer. 4. 5 und er ist gelb. Sehr schön. Also ja, der Rüstungszauber, diese verbesserte, ist echt super. Gleich müsste er rot werden. Ich hoffe mal, die geben auch gute Erfahrungspunkte mit Golems. Also ein weiteres Level-Up wäre echt praktisch, weil müssten wir 15 oder 16 Mal Mantra sprechen können. Also mehr Spellcasting holen, mehr Mana holen. Vielleicht sogar mal schmieden oder irgendwas anderes. Weil Kampffertigkeiten... Ja, Schwert könnten wir erhöhen. Und wir haben keinen Mantra für nur Schwert. Was ein wenig schade ist. Oh, und apropos Mantra, da fällt mir noch was ein. Noch ein Rätsel, Quest, was auch immer. Was wir noch nicht gemacht haben, war das mit den Mantras. Es soll... Oh. Okay. Es soll irgendwo... ein Mantra geben, das aus mehreren Mantras zusammengesetzt ist. Wenn man das spricht, kriegt man einen Gegenstand. Das kann gut sein, dass das ein Questgegenstand ist. Was bist du? Ein großer blauer Edelstein. Und ihr seid Goldnuggets. Ja, brauchen wir nicht. Wir brauchen kein Gold mehr. Oh, ein Emerald. Emerald brauchten wir für die eine Magierqueste. Und die anderen Steine sind Edelsteine, also kommen sie einfach mit. Was? Das waren jetzt viele Rubine. 5. Bist du überhaupt ein Rubin? Red Gem. Okay. Und ich hätte gerne einen Hammer, um hier reinzugucken, was der Golem gedroppt hat. Also in Ultima Online haben die Golems auch immer gleich Erz gedroppt. Vielleicht ist das eine Anspielung. Obwohl das eigentlich danach kam. Naja. Noch mehr Edelsteine. Die müssen alle mit für unsere Rumpelkammer. Zing. So. Und hier waren wohl immer mehrere von den Golems. Ah, es könnten Arbeiter gewesen sein, die in Minen gearbeitet haben. Also, ne?
von irgendeinem Magier damit beschäftigt, beauftragt, geh da runter und bring mir so viel Gold und Edelsteine, wie ihr finden könnt. Und dann wurden sie vergessen und sind nach und nach kaputt gegangen. Und irgendwie geht's hier nicht weiter. Ja? Hier geht's nicht weiter. Das ist richtig. Soll vielleicht mal hochgucken. Nö. Nö, 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 nö. Also wir könnten mit die Lava irgendwo rüberfliegen. Fliegen. Das wird's wahrscheinlich sein. Aber schon komisch, dass es keinen normalen Weg hier weiter gibt. Wobei wir vielleicht langsam tief genug sind, dass das Spiel davon ausgeht, dass wir selbstständig einen Weg versuchen zu finden. So. Da könnte ein Secret sein. Ist aber keins, okay. Rough Wall, und da geht schon wieder hoch. Nö. Ich würde mal sagen, wir suchen uns jetzt eine Ecke aus, die vielversprechend aussieht. Du hast hier nicht unbedingt. Das hier auch nicht unbedingt. Gibt's überhaupt Ecken, die vielversprechend aussehen? Oh, ja, hier. Das sieht vielversprechend aus. Bis da hinten hin. Erstmal Heilung. Oh, falsches Spell. Okay. War es doch das andere M? IBM, ja. Das sieht schon besser aus. Oh, was zur Hölle? Ein Feuerelementar. Damit habe ich jetzt so nicht gerechnet. Komme ich da ran? Na komm. Bisschen hier noch. Wenn ich einen Schritt vormache, lande ich an Lava. Ich hätte schwören können, hätte gerade aufgezuckt, aber... Das da. Das könnte auch sein Zauber sein. Nee, das klappt so nicht. Aber ja, der Gang wäre dann wohl der Gang der Wahl. Um einen weiteren Weg zu finden. Also Richtung Norden, dann Westen. Oder hier. Hier schaut auch gut aus. Und hier sind bisher keine Lava-Elementare. Was schon mal ein dezenter Vorteil wäre. Licht aus, schlafen. Wir brauchen schon viel Mana. Mhm. Und zwar für alle weg. PK. Das zu. Licht an. Bisher sieht das nicht so toll aus. Sieht aus, als wenn es einmal rumgehen würde um den Bereich, den wir angucken können. Und das war's. Ja, okay, gucken wir. Also wir schweben langsam den Weg hier lang. Ohne Abzweigung. Nordosten könnten wir zurückkommen, wo wir herkommen. Also gehe ich mal nach Südosten. Da ist eine Sackgasse. Wirklich eine Sackgasse? Jupp, wirklich eine Sackgasse. Komm, 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 der Zauber hält nicht lang. Obwohl, wir haben Casting gesteigert. Vielleicht halten dadurch auch die Zauber länger. Und hier ist auch eine Sackgasse. Das ist ganz und gar nicht schön. Aber gut, wenn jetzt der Zauber aufhören sollte, kann ich einfach kurz das kleine Stück laufen und dann springen. Wir sind schließlich der Avatar und so. Das passt. Oh, oh. Nicht festhängen. Also gut, hier unten ist gar nichts. Ich kann mal kurz noch da gucken. Aber ich habe nicht so wirklich ein gutes Gefühl dabei. Schweb, 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 schweb. Schon mal eine Wand kann man erkennen. Da geht's weiter. Da ist die Nische, wo wir ein paar Edelsteine eingesammelt haben und das wäre eine Sackgasse. Ja, nö. Hier geht's nicht weiter. Was komisch ist.
Das heißt, wir gehen jetzt zurück an Land. Oh. Jo, wir gehen ganz schnell zurück an Land. Hops. Tonk. Hops. Komm schon. Hops. Willst du mich jetzt veräppeln? Schnell, schnell, schnell zurück. Ausrichten, springen. So. Karte. Also hier unten geht es nirgendwo weiter. Das heißt, wir müssen jetzt echt den Gang nehmen, wo ich zuerst dachte, dass es ein guter Gang wäre. Hm, ja. Schlafen müssen wir vorher nicht. Nee, das passt. So, hoch, 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 hoch. Hier war das Feuerelementar. Da war der... Nicht genug Mana. So viel dazu. Schlafen. Mhm. So. Levitieren. Nicht dann. Das sah gerade aus, wenn ich ganz schnell levitieren könnte. Oh, kann ich auch. Shift. Warum hat mir das keiner gesagt? Wenn ich Shift drücke, kann ich schnell levitieren. Levitieren wir über das Feuerelementar rüber, bitte. Danke. Das. Da könnte es weitergehen. Oh, oh, da ist was Komisches mit der Lava.